Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der Borussia Dortmund Karriere. Und ihr seht es direkt oben links im Kalender. Heute stehen wir also vor unserem allerersten Champions League Spiel gegen Ajax Amsterdam. Ansonsten befindet sich noch in unserer Gruppe Sporting Lissabon und ZSKA Moskau. Das sind so die Gegner, die wir in der Gruppenphase der Champions League erwarten. Dann hatte ich ja letzte Folge eine Umfrage gestartet, und zwar: auf welcher Schwierigkeitsstufe wollen wir jetzt spielen? Wir spielen derzeit auf Weltklasse, haben die ersten beiden Spiele mit einer Tordifferenz von insgesamt 7:0 gewonnen. Deswegen hatte ich ja überlegt, wollen wir das Ganze auf Legende umstellen? Die ganze Umfrage läuft noch, die wird ab der nächsten Folge wird die umgesetzt. Das bedeutet, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei, denn da könnt ihr abstimmen, wollen wir weiterhin auf Weltklasse spielen oder wollen wir das Ganze auf Legende hochschrauben. So, jetzt sind wir vor unserem ersten Spiel in der Champions League. Vielleicht das erste Spiel, wo wir mal ein bisschen rotieren müssen. Wir nehmen einfach mal Götze raus. Dafür kommt Guerrero auf das Feld. Dembélé kommt raus. Dafür kommt Schürrle rein. Dann würde ich sagen, Danilo Pereira, dafür Weigeran. Und Süle für Bartra. Mal gucken, was wir noch so wechseln können. Maximilian Philipp wird für Götze reinkommen. Da habe ich mich verklickt. Götze wird dafür auf die Bank gesetzt. Und dann können wir nochmal Pulisic mitnehmen für, ich würde sogar fast sogar sagen für, na, nehmen wir Götze mal mit. Götze lassen wir mal zu Hause, der war am weitesten angeschlagen, und den Rest, den lassen wir erstmal so. Vielleicht könnten wir nochmal einen Weiser spielen lassen, da müsst ihr mal schauen, wie es da derzeit so aussieht. Weiser können wir auch mal von Anfang an reinbringen, und dann gehen wir mit diesem Kader mal mit einer kompletten Umstellung in das kommende Spiel gegen Ajax Amsterdam, das erste Champions League Spiel mit unserer Mannschaft, mit unserer neuen Borussia. Ich bin einfach mal gespannt, ob wir das Ganze gewinnen können. Das Spiel geht jetzt los. Schöner Pass außen raus auf Mitchell Weiser, der bringt die Flanke, die kommt gut auf Aubameyang. Und Krul ist da, richtig schöne Parade und auch eine richtig gute Flanke, genauso wie der Kopfball von Aubameyang. Erste Chance hier in dieser Partie. Schön auf Pereira. Jetzt haben wir hier Maximilian Philipp, der geht durch, und das ist ein Foul. Da sollte der Schiri uns jetzt den Freistoß geben. 18. Minute, gute Freistoßchance für Borussia Dortmund. Mal sehen, ob wir mittlerweile die FIFA 17 Freistöße so einigermaßen können. Bisher lief das noch nicht ganz so, aber vielleicht könnte es jetzt ja langsam was werden. Aubameyang ganz, ganz knapp übers Tor. Aubameyang jetzt mit dem Pass in die Spitze auf André Schürrle. André Schürrle mit dem flachen Schuss, und dann kommt Maximilian Philipp aus dem Hintergrund und schiebt die Kugel rein. 20. Minute, wir gehen mit 1:0 in Führung. Was ich sagen muss, was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist: die Tore in FIFA 17 sind viel logischer im Vergleich zu FIFA 16. Man bringt bessere Passstaffetten durch, erzielt dadurch die Tore. Oder mal so ein Abpraller, der in FIFA 16 auch nicht so oft so in diesem Fall passiert ist wie hier jetzt gerade. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut in FIFA 17. 20. Minute, wir gehen mit 1:0 in Führung gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Kein Abseits von Aubameyang da, und der ist schnell. Ja, Aubameyang ist ein ganz, ganz schneller Spieler. Ganz, ganz hinten wäre er gewesen. Guerrero wäre da gewesen, allerdings kommt der Ball nicht durch. 29. Minute. Schön gemacht von den Jungs, und jetzt mal der Pass durchgespielt auf André Schürrle. Der nimmt da mal ein bisschen Tempo auf. André Schürrle nochmal gegen die Laufrichtung von allen. Und jetzt der Schuss ins lange Eck. Eine Glanzparade vom Keeper. Ecke kommt richtig weit. Da hinten am Pfosten sind wir. Und der Ball war nicht drin anscheinend. Der Ball war anscheinend nicht drin. Latte, richtig kranke Ecke. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass Ajax Amsterdam da nicht irgendwie kontert. Aber dafür haben wir ja unseren Spieler, der da alles abräumt. Und das hat er gut gemacht. Danilo Pereira. Und jetzt ist das ein Superball, jetzt ist das ein Superball. Weiser läuft nur hinterher, hinter Younes, und der haut den Ball ans Außennetz. Riesige Chance für Ajax Amsterdam hier, ja, auch den Ausgleichstreffer, aber sie vergeben es. Richtig schöner Pass über die Abwehr rüber gehoben, und dann geht Younes, ich sag mal, relativ alleine auf Birki zu und vergibt dann die Großchance. Weiser da mal mit ein bisschen Platz. Weiser jetzt haben wir Schürrle, der da Freiraum hat. Schürrle nimmt da mal ein bisschen Tempo auf, geht da jetzt in die Mitte. Stark gemacht von André Schürrle. Jetzt mal mit dem Schuss, und der rappelt in der Kiste. 2:0, André Schürrle, 45. Minute. Schöner Flachschuss, die sowieso sehr, sehr OP sind in FIFA 17. Und den haut er dann am Keeper vorbei, der da auch ein bisschen unglücklich springt, wenn ich ehrlich bin. Aber es steht jetzt 2:0, noch vor der Halbzeit, 45. Minute.
Boah, schön gemacht von Pulisic. Erste Ballaktion hier. Und das sah direkt traumhaft aus. Christian Pulisic geht da am Verteidiger vorbei. Stark gemacht von Pulisic. Pulisic vielleicht jetzt mit der Vorarbeit. Das Ganze klappt aber nicht ganz. Und es gibt die Ecke. Erste Großchance nach wenigen Minuten. Nach 3 Minuten die erste Großchance. Das ist auch schon nicht schlecht. Und dann nochmal ein super Kopfball von Aubameyang. Schön gemacht. Jetzt Aubameyang, starte da rein. Du bist schnell genug. Stark gemacht von Aubameyang. Der geht jetzt nochmal an den Verteidigern vorbei. Und dann rappelt schon wieder in der Kiste. 52. Minute. Wir gehen wieder mit 3:0 in Führung. Ich glaube eigentlich, dass nichts darum... Also es führt eigentlich nichts darum herum, dass wir hier wirklich auf Legende hochstellen müssen. Weltklasse ist eigentlich wie gar kein Gegner, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich nicht sonderlich stark, was die hier so auf den Platz bringen. Es steht 3:0 nach 52 Minuten. Gegen Weltklasse, das muss nicht sein. Schön gemacht von Niklas Süle. Jetzt mal mit Pulisic da gehen. Stark gemacht von Pulisic. Da geht er nochmal in die Mitte. Jetzt der Superpass auf André Schürrle. Und dann rappelt schon wieder 4:0. 57 Minuten gespielt. Das ist ehrlich gesagt kein Spiel, was sonderlich Spaß bringt. Wir haben jetzt insgesamt 3 Spiele gemacht und 9 Punkte geholt und eine Tordifferenz von 11:0. Das ist schon ein bisschen hart, finde ich. Also da müssen wir auf jeden Fall irgendeine Änderung vornehmen. Wie gesagt, das ist jetzt, wir gewinnen zwar und das bringt mir auch Spaß, viele Tore zu schießen. Nur ein bisschen Gegenwehr müssen die Gegner irgendwie auch schon bieten können. Oh, stark von Sokratis. Richtig stark von Sokratis. Und jetzt zu zweit solltet ihr da eigentlich den Ball gewinnen und nicht so viel Freiraum da lassen für die gegnerische Mannschaft. So, den Ball kriegen wir. Wir könnten den nächsten Angriff starten über Aubameyang wieder. Wenn der erstmal weg ist, dann ist er auch weg. Aubameyang jetzt mit dem Flachschuss. Exzellent ins Eck. Und damit machen wir das 5:0. 65 Minuten gespielt. Ich muss sagen, Weltklasse ist 100-mal einfacher als Weltklasse in FIFA 16. Das ist wirklich echt nicht mehr feierlich. 65 Minuten gespielt und es steht 5:0. Oh, schön erobert. Jetzt müssen wir es eigentlich machen. Pass auf Aubameyang und dann rappelt schon wieder 6:0. 77 Minuten gespielt. Wir werden jetzt auch nochmal die letzten 2 Wechsel vollziehen. Einmal kommt Kagawa rein für Castro, glaube ich. Und dann kommt noch Maximilian Philipp raus und dafür kommt... Lass mich lügen, wen habe ich dafür jetzt eingewechselt? Da müssen wir einmal selber schauen, weil ich das direkt wieder vergessen habe. Und dafür kommt Dembélé rein. Und da haben wir jetzt nochmal Ajax Amsterdam. So schnell kann es gehen. Standardsituation und dann hauen sie den Ball rein, Kopfball. Ich weiß nicht, wer das war, aber es ändert nicht viel am Ergebnis. Das ist so ein bisschen Ergebniskosmetik, wie FIFA, glaube ich, gerne sagt. Aber mehr bringt das Ganze auch nichts. Bücki ohne Chance, 6:1. Schöner Pass da auf Pulisic. Jetzt haben wir Aubameyang, der nimmt nochmal Pulisic mit. Schön gemacht von Pulisic da in die Mitte gegangen, aber wirklich durchsetzen können wir uns nicht. Wir kommen da mit ein bisschen Glück eher durch. Jetzt Aubameyang geht da in die Mitte, stark gemacht von Aubameyang. Nochmal am nächsten vorbei, nochmal am nächsten vorbei. Aubameyang ganz, ganz stark und dann der flache Schuss knapp am Tor vorbei. Und jetzt sollte der Schiri kurz danach auch abpfeifen. Also ich denke mal, das 6:1, das reicht dann auch für Ajax Amsterdam. 7 Schüsse allein von Aubameyang. Und auf der anderen Seite haben wir einen Verteidiger, der dann den einzigen Torschuss aufs Tor gebracht hat. Wir gewinnen mit 6:1. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir waren die beste Mannschaft. Aubameyang mit 3 Toren. Man of the Match nimmt da den Ball direkt mit. Hier war, glaube ich, das erste Tor durch Maximilian Philipp, der den Abpraller da von Schürrle verwerten kann. Und ja, es war einfach ein Kantersieg. Da darf man sich nicht drüber streiten. Das ist wirklich ein Kantersieg gewesen, der Extraklasse. Real Madrid gewinnt auch 4:1 und Porto gewinnt 3:0 gegen Salzburg. Sonst alles relativ knappe Ergebnisse. Haben wir hier noch irgendwo eine deutsche Mannschaft, habe ich jetzt so schnell nicht gesehen. Aber ich bin auf jeden Fall bisher mit unserem Start in diese Saison super zufrieden. Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Spiele hinter uns, 13:1 Tore. Das spricht auf jeden Fall für unsere Mannschaft. So, das nächste Spiel, was ansteht, ist gegen Darmstadt. Das Ganze werden wir auch spielen. Wie gesagt, jetzt zu Anfang erstmal werden wir sowieso alle Spiele spielen. Auch wenn das wahrscheinlich, so dumm wie es klingt, wieder ein Sieg wird. Wir werden jetzt mal wieder ein bisschen wechseln. Wir werden zum Beispiel, ich schaue gerade mal, Aubameyang, der ist schon ein bisschen angeschlagener. Deswegen startet Maximilian Philipp mal in der Spitze. Dann wird Dembélé mal hier als Zehner ganz normal
spielen. Guerrero bleibt drin, Castro lasse ich auch mal auf der Bank und dafür kommt Götze wieder mit. Aubameyang bleibt dafür heute ausnahmsweise mal komplett zu Hause. Dann können wir vielleicht mal irgendjemand ganz Neuen mitnehmen. Aber ich sag mal, auf Rode setze ich auch nicht so hundertprozentig. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir werden auf jeden Fall Piszczek wieder spielen lassen für Weiser. Der wird da wieder reinkommen. Süle, Sokratis, da wird Bartra wieder reinkommen. Und ja, Süle ist ein bisschen angeschlagen. Schmelzer bleibt da. Pereira wird ersetzt durch Weigel wieder. Wir spielen jetzt wieder in der Bundesliga. Und dann würde ich ganz gerne noch irgendwie Reus reinbringen. Aber der kann nicht auf der rechten Seite spielen. Deswegen machen wir das irgendwie so, weil ich gerade gelesen habe, Reus kann auch im zentraloffensiven Mittelfeld spielen und dann kommt Schürrle auf die Bank und ich denke mal, so können wir ins Spiel gehen. Ist ein kleiner, ich sag mal, auf manchen Positionen im B-Kader, aber ich denke trotzdem, dass es gegen Darmstadt klappen sollte und dann, wie gesagt, ab der nächsten Folge dann wahrscheinlich auf Legende, je nachdem, wofür ihr abstimmt. Aber falls ihr schon abgestimmt habt und ihr merkt, ja, ich habe für Weltklasse gestimmt und das Ganze ist jetzt vielleicht doch nicht unbedingt die beste Alternative, dann geht am besten nochmal zurück und stimmt dafür Legende, je nachdem, wie ihr es gerne haben wollt. Dann wird das nämlich nochmal vielleicht ein bisschen spannender. Ich weiß nicht, wie stark Legende so ist hier in der FIFA 17 Karriere. Und ich würde einfach mal sagen, das Spiel beginnt jetzt schon so langsam und dann sehen wir uns jetzt im Spiel. Jetzt der Pass auf Guerrero. Ich weiß nicht, ob er im Abseits war, scheint aber nicht so, weil die immer so defensiv stehen, dass man da eigentlich kaum in Abseitsversuchung kommt. Jetzt der Ball hier durch auf Mario Götze und dann haben wir es. 1:0, 32 Minuten hat es gedauert. Darmstadt ist sehr, sehr defensiv eingestellt, deswegen haben wir da bisher keine richtige Chance fabrizieren können. Und hier haben wir die Lücke gesehen, ein leichter Heber dann auf Götze und Götze eiskalt vor dem Tor und schiebt den Ball am Keeper vorbei. 1:0 für Dortmund natürlich nach 32 Minuten. Schön gemacht. Jetzt hier auf die Lücke warten, wo Dembélé reinstartet und der ins kurze Eck. Allerdings geht der Ball knapp am Pfosten vorbei. Jetzt häufen sich aber so langsam die Chancen für uns. Hier hätte man auch gut und gerne den Ball mal versenken können. Da sehe ich eine Lücke. Da haben wir Maximilian Philipp und das ist die erste Großchance. 3 Minuten nach Seitenwechsel. Maximilian Philipp exzellent in die Lücke reingestartet. Das wird dann auch schön von Guerrero erkannt und dann schiebt er den Ball ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Schön durchgesteckt, jetzt Guerrero hier gesehen. Guerrero geht da jetzt mal in die Mitte und das ist der nächste Freistoß für uns. Aus keiner schlechten Position würde ich mal behaupten. Marco Reus nimmt das Leder an sich und wir versuchen es jetzt einfach mal. Marco Reus mit dem Freistoß, der geht über die Mauer rüber und ich weiß es nicht, war es Latte, war das der Torwart? Der erste Freistoß, der von mir in FIFA 17 aufs Tor ging, wenigstens schon mal. Schön rausgespielt, jetzt der Konter über Dembélé. Der geht da am Gegner vorbei, schön vorgelegt, den Ball weiterhin, den Ball am Fuß stark gemacht von Dembélé. Jetzt der Pass einmal reingelegt und das ist traumhaft gemacht. Das ist so, wie wir es haben wollen. Richtig schön gemacht, Maximilian Philipp mit seinem zweiten Bundesliga-Tor oder mit seinem zweiten Tor für Dortmund. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber genau so muss das da zu Ende gespielt werden. Nicht so eigensinnig sein, hier einmal abgespielt, direkt weitergeleitet, One-Touch-Football und dann über den Keeper hinweg, 2:0 für Dortmund. Jetzt wird hier langsam aufgemacht bei Darmstadt und dann rappelt es da hinten auch ordentlich in der Kiste. Oh, schöner Pass auf Dembélé. Und wir sind wieder durch. Dembélé könnte jetzt Tempo aufnehmen, macht er noch nicht. Er spielt nochmal auf Maximilian Philipp und da haben wir die Glanzparade des Keepers, der jetzt schon die ein oder andere Chance da entschärft hat. Sonst würde es hier schon 4 oder 5-0 stehen. Schöne Parade. Raus damit, raus damit, raus damit, raus damit. Ich komme nicht an den Ball ran, Leute. Ich komme einfach nicht an den Ball ran. Ich kann hier machen, was ich möchte. Wir kommen nicht an den Ball ran. Und jetzt gibt es Ecke für Darmstadt. 71. Minute. Schön gemacht hier mit dem Pass auf André Schürrle, der geht da super vorbei, stark gemacht von Schürrle und dann der Abschluss und der, ich weiß nicht, der hätte sogar fast sogar den Pfosten gestriffen haben können. Ich weiß nicht, ob der wirklich da noch an den Pfosten rangehauen ist. Auf jeden Fall super Solo von André Schürrle und dann ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Ich glaube, da gab es keinen Kontakt. Oh, was ist das denn? Chiplock super durchgetankt und dann kommt der Anschlusstreffer. So einfach geht das. Also ich weiß nicht, wer das da an der Verteidigung war, aber gegen den Chiplock kann man sich ruhig mal durchsetzen. Sokratis da, der da wirklich, nee, Bartra ist das, der da abgekocht wird und dann fliegt der Ball da direkt in den Winkel, für wirklich keine Chance, aber Bartra muss da besser aussehen.
Da wäre es echt besser, hätte er den Ball einfach mal rübergespielt. Aber es soll mir auch egal sein. Wir gewinnen mit 2:1. Das erste Spiel, was nicht so hundertprozentig überzeugt. Auf Weltklasse haben wir bis jetzt ja immer überzeugt. Diesmal war das so ein kleiner Tritt in den Ofen. Ich weiß nicht, vielleicht war das so eine kleine Ankündigung auf die nächste Spielklasse, wenn ihr euch dafür entscheidet natürlich. In der letzten Folge konntet ihr, wie gesagt, abstimmen, ob wir jetzt ab der nächsten Folge auf Legende spielen oder weiterhin auf Weltklasse, wie gesagt. Bisher lief eigentlich alles exzellent. Wir haben jetzt aus den ersten 4 Spielen, 15:2 Tore in der Liga, haben wir auch über alles überzeugt. Bayern kann da sogar fast 1:1 mithalten, sehe ich gerade. Köln auch alles gewonnen, Bayern 04, Leverkusen auch alles gewonnen. Aber die einzigen, die einigermaßen, oder obwohl, Köln ist auch nicht so schlecht von der Tordifferenz, aber Bayern ist da sogar noch ziemlich dicht dran bei uns. Schalke auf dem letzten Tabellenplatz. Das sieht ja fast aus wie die realistische Tabelle, außer dass Leipzig eigentlich nicht so weit hinten ist und der HSV vielleicht nicht ganz so weit vorne. Aber sonst ist da schon ziemlich viel sehr, sehr realitätsnah. Wir werden jetzt einmal das Training durchführen und dann würde ich schon sagen, wäre es das von dieser Folge gewesen? Vielleicht geht Pulisic jetzt sogar noch einer oben. Das wäre traumhaft. Ne, der ist ja sogar schon auf der 71. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Und ja, das wäre es dann von dieser Folge gewesen. Ich bin jetzt schon am ersten Potenzialvideo dran. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, an diesem Top-Potenzialvideo diesmal direkt zu beginnen. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, man sieht sich morgen wieder. Haut rein und ciao.